Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Baphomets Fluch, der Sündenfall. Ja, im letzten Part haben wir uns von Pearl alles Mögliche über die Kapelle sagen lassen und haben dann daran getüftelt, diesen Geheimgang zu finden, der uns jetzt hier in diese dunkle Höhle gebracht hat. Leider hat sich hinter uns die Tür verschlossen. Nico probiert gerade, sie aufzubekommen und wir als George haben gesagt, wir wagen uns jetzt hier vor und untersuchen das Ganze mal. Und das werden wir jetzt tun, wahrscheinlich ohne Licht. Ich probiere es. Nein, wir haben noch ein Streichholz. Ich probiere es nicht mit dem Streichholz. Okay, wir werden jetzt hier uns erstmal umgucken und beziehungsweise mit den Händen umgucken und vorantasten. Die Wand fühlte sich an, als sei etwas hineingemeißelt. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir hier irgendwie sowas wie ein Fackelding finden, dass wir das vielleicht entzünden können und damit dann Licht bekommen. Das Gebilde hatte Äste wie ein Baum. Okay. Mir noch irgendwas? Wand, Wand, Wand. Großes Ding. Glatter Stein. Fühlte sich kalt und glatt an, wie blank geriebener Stein. Okay. Dickes Ding, dickes Ding. Es fühlte sich kühl an, wie behauener Stein. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal unbekanntes Ding. Es war ein runder Gegenstand aus Stoff, der schwach nach alter Pomade duftete. Okay. Hartes Ding. Die Oberfläche war glatt, wie Stein. Okay, das hilft uns nicht. Es fühlte sich kalt und glatt an und es hatte ein paar Einkerbungen. Okay, Steingegenstand. Es war Stein mit einer Vertiefung und Igitt einer öligen Substanz darin. In der Mitte war eine Art dünner Faden. Das ist, glaube ich, das, was ich gesucht habe. Das können wir, glaube ich, anzünden. Hey Nico, ich glaube, ich habe ein Licht gefunden. Boah! Das muss Genen sein. Ramon sagte ja, er sei verschwunden, als er in den Bergen nach der Tabula suchte. Hier ist er also gelandet, tot in einer Höhle. Aus der Nähe betrachtet würde ich sogar sagen, der hat sich das Hirn weggepustet. Tutu kaputo. Okay, George, ich hab's kapiert. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber schau mal, gnostische Symbole. Du hast recht. Die Farben, die Bäume. Aber wer ist die da? Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Ist es aber nicht, glaube ich. Wie meinst du das? Das rote Gewand. Und außerdem ist sie oben ohne. Das muss Maria Magdalena sein. Na klar, Marquess hat gesagt, dass die Gnostiker sie verehren. Das hier ist so eine Art gnostischer Schrein. Die Tür muss sich irgendwie öffnen lassen. Vielleicht ist an den Figuren irgendetwas? Aber wenn es so offensichtlich wäre, hätte Genen es dann nicht gefunden? Ja, vielleicht ist er ja nicht ganz so schlau. Das muss man ja dann auch immer noch mal mit bedenken. Ich bin gerade so ein bisschen Kabelsalat. Wir werden uns jetzt hier auf jeden Fall einmal ganz genau umgucken, dass es uns nicht so geht wie dem guten Genen und wir hier auf Dauer festsitzen. Es war eine primitive Öllampe in einer Nische der Höhle. Ihr Licht erfüllte die Kammer. Die verschnörkelte Lampe war nähere Betrachtung wert. Genen war nicht untätig gewesen, ehe er sich das Licht ausgeblasen hatte. Was er wohl vorgehabt hatte. Ja, das ist die Frage aller Fragen. Okay. Der eiserne Ring saß in einem verschnörkelten Rahmen um die Öllampe. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier irgendwie vielleicht das Medaillon nutzen müssen, weil das ist wieder so eine runde Form, wo man dieses Ouroboros-Medaillon-Ding da vielleicht einsetzen kann, weil das muss ja irgendwie wichtig sein. Das Öl in der Schale der Lampe speiste einen Docht, der den Raum in warmes Licht tauchte. Ex luce veritas,
durch Licht zur Wahrheit. Dieselben Worte hatte ich auf dem Fresko in Castel del Sans gesehen. Es war eine alte Feldflasche. Sie war schon lange leer getrunken worden. Und da ist eine Taschenlampe. Ein alter Handscheinwerfer. Er hatte wohl etwa zur selben Zeit den Geist aufgegeben wie Genen. Ja, vermutlich. Die Form stimmte mit dem Symbol der Tabula Veritatis auf dem Gemälde überein. Das musste es sein. Nico! Was? Ist das etwa das, wofür ich es halte? Hä? Das musste die Tabula Veritatis sein. Genen hatte sie also doch gefunden. Sie wirkte so klein, so unschuldig. Warum hatte Simeon sie böse genannt? Warum waren so viele dafür gestorben? Und warum all die Mühe, sie versteckt zu halten? Außer sie war tatsächlich so gefährlich, wie Simeon behauptet hat. Die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Wie, so einfach haben wir das jetzt gefunden? Das war doch fast ein bisschen zu einfach. Gut, ich meine, damit kommen wir jetzt immer noch nicht raus, aber ich will mir die nochmal genauer angucken. Ich schätze mal, die Tabula zu finden, war der einfache Teil. Ihren Zweck herauszufinden, war eine andere Sache. Das denke ich tatsächlich auch. Okay. Symbole. Der waagerechte Balken der Tabula zeigte eine Reihe Symbole. Der senkrechte Balken der Tabula wies eine Reihe sonderbarer Symbole auf. Genau, und hier ist wieder das Ouroboros. Wir können es aber auch nicht drehen. Okay, gut, wir gucken uns hier erstmal weiter um. Eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie. Das Bild war schwer zu erkennen. Jemand hatte etwas drüber geschrieben. Es war das Foto einer alten Tontafel. Genen hatte etwas draufgeschrieben. Jemand, vermutlich Genen, hatte sich die Zeit genommen, die Symbole zu entziffern. Auf den ersten Blick schien es um die Heldentaten eines gewissen Sonnenkönigs zu gehen. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Okay. Wenn die Übersetzung richtig ist, ist das Symbol Laon der Sonnenkönig. Wenn der Rest der Übersetzung etwas taugt, scheint der ja ein ziemlicher Fiesling gewesen zu sein. Okay. Shi-Xe ist mit Bergreich übersetzt. Neben das Symbol hatte Genen den Buchstaben B geschrieben. Ich gucke mir jetzt mal tatsächlich jedes Symbol einzeln an. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol Ip-On-Xe drei Königreiche. Wenn Genens Übersetzung... Okay, ich mach's doch nicht. Zu diesem Symbol hatte Genen ein rotes A geschrieben. Okay, ich denke, wir werden das später nochmal brauchen. Das ist mir doch etwas anstrengend gerade. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal die Karte an. Unter Genens vertrocknetem Arm klemmte eine alte Karte. Es war etwas draufgeschrieben. Ich zog die Karte unter dem Arm des Toten hervor. Sah aus, als habe Genen eine Art Testament auf seine Karte gekritzelt. Freunde, ich weiß, dass ihr mich irgendwann findet, aber bis dahin ist es zu spät. Ich habe die Tabula enträtselt und weiß, unser Schicksal liegt im Paradies. Wir haben den Schlüssel zu Gottes Macht. Wenn ich jetzt sterbe, dann in dem Wissen, dass ihr meine Arbeit vollenden könnt. Sagt meinen Lieben, dass ich in Ausübung meiner Pflicht starb und mein Leben mit Freuden der Sache opferte. Im Licht des Tages verblassen diese Worte wie unsere Seelen. Doch seid versichert, ihr Echo wird uns an den Ort führen, wo wir uns dereinst wiedersehen. Ich bin nicht sicher, aber der schlaue alte Genen hat in seinem Testament wohl eine Geheimbotschaft hinterlassen. Ja, und ich glaube, das sind hier diese Buchstaben. A, B, C, D und das E. Wenn ich das jetzt anklicke, lese ich das nochmal. Ich las Genens Freunde. Nein, ich will das nicht nochmal. Nein, stopp, pfui. Wenn ich Bäh. Nein, ich will es nicht nochmal hören. Doch. Also ich glaube, dass es damit tatsächlich zu tun hat. Wir gucken uns jetzt hier nochmal weiter um und dann gucke ich mir nochmal diese Tafel an. Das musste Genen sein. Dann war sein Leichnam schon seit Jahrzehnten hier. An der Seite seines Kopfes war ein Einschussloch.
Er hatte hier festgesessen wie wir und hatte den Freitod gewählt. Ich hoffe, das tun wir nicht, bitte. Es war eine alte Pistole. Ich nahm an, damit hatte Genen sich das Hirn weggeblasen. Ich hob die alte Pistole auf. Sie war so stark verrostet, dass sie nie wieder schießen würde. Okay. Ein Filzhut, genau wie der in Genens Truhe im Kastell. Die Jahre waren nicht spurlos daran vorübergegangen. Okay, ich denke, hier haben wir jetzt alles. Genau, hier müssen wir bestimmt noch mal was machen. Okay. Gucken uns jetzt erstmal noch die Säulen an. Die Säule war wie ein Baum geformt und blau bemalt. Ich glaube, das sollte den Baum des Wissens darstellen. Ich wollte es gerade sagen, diese Farben, blau und grün und Bäume, das kommt uns ja alles sehr bekannt vor. Die Säule hatte die Form eines Baumes und war grün bemalt. Ich wusste, das sollte der Baum des Lebens sein. Genau. Auf dem Sockel waren alte Kratzspuren, als hätte jemand die Statue bewegt. Bin ich sicher, dass das Maria Magdalena ist? Klar, die roten Roben. Das passt alles. Die Madonna würde blau tragen. Wer ist dann das Kind? Nun, den gnostischen Evangelien zufolge hat Maria, als sie die Lippen Jesu küsste, Oh, verstehe. Jep. Die Gnostiker glauben also, der Säugling sei... Sieht so aus. Okay, mit der müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Von der Figur blätterte blaue Farbe ab. Ob das eine Abbildung Luzifers war? Eine große Abbildung des Symbols der Tabula Veritatis. Es sah aus, als beteten all die anderen Figuren der Szene zu dem Symbol. Die Figur war einmal grün gewesen. Ich fragte mich, ob das eine Abbildung Jehovas war. Bestimmt. Okay, da ist die Tür. Gut, dann widmen wir uns jetzt hier aber nochmal dem Foto von dieser Tafel. Oh ne, stopp, so rum. Der Übersetzung zu... Ja, genau, weil Symbole er... auf der... Ruhe. Weil er sagt ja A, B, C, D, E, oder? War das auch so die Reihenfolge? Ich gucke nochmal in der Karte. A, B... A, B, C, D, E. Ja, doch, das stimmt. Okay, dann gucken wir mal, was das zu bedeuten hat. Ja, Ruhe. Wir hatten A. Wenn Genens Übersetzung stimmt, steht La Haxe für das Sonnenstadtreich. Zu diesem Symbol hatte Genen ein rotes A geschrieben. B. Xixe ist mit Bergreich übersetzt. Neben das Symbol hatte Genen den Buchstaben B geschrieben. D, C. Du Axe bedeutet anscheinend zweistromreich. Da hat er auch ein C hingeschrieben. D. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet La Yi Shi Sonnenuntergangsberg. Klingt wie ein Fahrgeschäft in einem Vergnügungspark. Und das E hier unten. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol Yuha etwa aufsteigende Stadt. Neben dieses Symbol hatte Genen den Buchstaben E geschrieben. Okay, oder ist das das D? Nee, das wird ja nicht das D sein, Genen oder? Genen hatte die Hieroglyphe Axu mit Sturm aus Blut übersetzt. Klingt nicht gerade wie ein Urlaubsort. Nee, das wird schon der Sonnenuntergangsberg sein. Okay, gut. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir hier was einsetzen, dass wir dann hier vielleicht irgendwas sehen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden jetzt aber mal versuchen, mit der Maria Magdalena zu interagieren. Ich gab der Statue einen Schubs und sie drehte sich gegen den Uhrzeigersinn. Okay, das Ganze hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Das ist aber absolut nicht schlimm, meine Lieben. Ich würde nämlich an dieser Stelle den Part beenden. Und ja, wir gucken tatsächlich einfach mal im nächsten Part, was diese Höhle hier für ein Geheimnis birgt, was uns die Maria Magdalena
vielleicht ja verraten wird, welches Geheimnis sie trägt oder was sich hier sonst noch so für ein Geheimnis findet. Aber das, meine Lieben, wie gesagt, das werden wir im nächsten Part tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Baphomets Fluch, der Sündenfall. Bis dahin, tschüss!